Hallo liebe Minecraft-Freunde, zurück zu einer neuen Folge Minecraft Let's Build. So, der Vorplatz ist fertig, der ist fertig betoniert. Ja, da hat sich schon einiges getan. Da braucht man nichts mehr machen. Oh, immer noch kein Hubschrauber auf unserem Hubschrauberlandeplatz. Jetzt werden wir mal hinten noch ein bisschen Beton pflanzen, wollte ich gerade sagen. Ein bisschen Beton legen. Weil dann hat die Geschichte auch bald ein Ende. Dieses Projekt, ja, nicht komplett abgeschlossen, aber so 98%, sage ich mal, eben so abgeschlossen. Wenn hier noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Ja, und da muss man mal schauen. Dann kommt das nächste Projekt, das nächste neue Gebäude. Mal gucken, was es wird. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Schauen wir mal. Abwarten und Kaffee trinken, sagt man noch dazu. Erstmal machen wir hier noch das ganze Gras weg. Ne, wir sind ja hier nicht in Holland. So. Es ist nur noch hinten so ein bisschen. Und dann ist das auch geschafft. Ah, schon cool, ey. Hier war alles voll Gras noch. Wie das aussieht, die Straße geht hier in eins über mit unserem Grundstück. Hat was. Ah, hat was. So, jetzt gehen wir mal nach hinten. Ich hier so durchrushe, ne? Ja, ich will das auch endlich fertig haben. Weil es gibt ja viel zu tun, ne? So. Linie für Linie ziehen wir erstmal hier weg. Und da sind schon wieder die schwarzen Schafe da hinten. Ja, gib mal schnell in Deckung hier. Wenn ich mit dem Rasenmäher komme. Oder wollt ihr eure Wolle verlieren? Obwohl, das war eine Kuh, ne? Die treten wir mal hinten in den Po rein. Hier. Oder war es ein Schwein? Ein Schwein. Ein Schwein, das Kuhflecken hat. Auch nicht schlecht. Ja. Kommst du von Milka? Hier, ich hab was für dich. Komm her. Hier. Lecker, lecker. Hä? Eigentlich steht ihr doch da drauf. Oder waren das. Das ach nee, die Schafe waren das. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm mal her. Komm mal her. Ja, jetzt habe ich aber keine Zeit mehr. Jetzt muss ich weg. Oh, Schofel, ey. Erst anlocken. Ah, so könnte ich die aber weglocken, wenn die mir irgendwo im Weg stehen. Ah, das tun die nämlich sehr gerne. Hat man ja schon ein paar Folgen gesehen. Da will man bauen, will man Klotz setzen. Auf einmal hat man da einen Schweinefuß oder einen Schafsfuß oder einen Kuhfuß. Kuhfuß? Ja, guck, da ist es doch wieder. Genau, was ich gerade gesagt habe. Ja, kleine Wallhacker. Was machst du denn da wieder? Guck mich nicht an. Übrigens, dein Schwänzchen sieht hinten aus wie so eine Rosinenschnecke. Oh Gott, das soll man ja nicht jetzt zweideutig verstehen. Das solltet ihr bitte unterlassen. So. Oh ja. Wie habe ich denn noch hier? Ach, ich habe noch so ein paar Bahnen. Ja, heute wird das mal wieder eine Buddelfolge. Buddelfolge 10.0. Ich glaube, das ist jetzt die Folge 35 oder 36, müsste das sein. Ah, da fehlen noch ein paar Folgen bis 1000. Nein, Scherz, natürlich nicht. 1000 Folgen, 1000 Folgen, ey, das ist schon. Puh. Meine Güte, also das ist schon eine Menge Arbeit. Das hat, soweit ich weiß, auch nur der Gronkh geschafft. Der kleine Nerd, der hat's gepackt. Und es gibt ja auch schon einige Let's Player, die schon über 300 Folgen haben. Ja, Respekt, Respekt, ey. Ist auf jeden Fall viel Arbeit. Das habe ich in der letzten Folge auch schon mal gesagt hier. Let's Play, das ist nicht ganz so easy. Ja, man muss hier ein bisschen kommentieren und dann auch versuchen, halbwegs ordentlich zu spielen. Das wäre auch nicht schlecht. Aber ich finde, es passieren noch viele Fehler, wenn man so Let's Plays macht. Wenn man so einfach so zockt, ohne zu labern, so, da ist man viel mehr fokussiert und viel mehr konzentriert. Aber ich glaube, ich wiederhole mich. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt. Und es wird, glaube ich, schon wieder dunkel. Aber sind wir endlich an der Mauer? Jetzt sind wir an der Mauer.
weiter geht das Vergnügen hier. Abwechslung pur. Grashalm zu Grashalm verschwindet hier. Ja, bald ist kein Gras mehr hier, ihr Tierchen, dann müsst ihr weg. Ringelschwänzchen, ein Abgang. Ringelschwänzchen. Komm, die Bahn schaffen wir noch, dann legen wir uns mal ins Bettchen. Ins Bettel. Oh, da hinten geht die Sonne unter. Ah, das schaffen wir noch. Ah, ich glaube, ich habe keine Folge geschafft, ohne zu pennen. Ich muss in jeder Folge mindestens ein bis zweimal pennen. Ja, doch zweimal. Also dreimal muss ich noch nie pennen. Da müssten ja meine Folgen so eine halbe Stunde gehen. So, legen wir uns mal hier pennen hier an der Feuerwache. Oh, gute Nacht. Direkt mit dem Mond vor den Augen. Ja, gerade war noch der Mond da, jetzt die Sonne da. So schnell geht das hier. Rapp, zapp. Mache ich hier hinten noch irgendwas hinbauen? Mal schauen. Obwohl, hier mache ich, glaube ich, echt noch sowieso Parkplätze. Genau, ey, klar, muss ja. Für die Leute, die hier arbeiten, für die Feuerwehrmänner. Hier werde ich nochmal so... Ah, ist ein bisschen begrenzt, der Platz, aber hier werde ich nochmal so ein paar Parkbuchten hinsetzen. Damit das nicht ganz so kahl aussieht. Karl. Ich bin der Karl. Wer bist du? So, die ziehe ich nochmal in blank und dann mache ich mal ein paar Parkbuchten. Oder Parkplatzmarkierung. Das sah gerade aus, als hätte das Schaf da einen Socken an. Oder so Fellstiefel. So, einmal rausspringen. So, dann mache ich mal ein paar Markierungen. Lassen wir mal zwei frei hier. Wie breit werden die denn? Ja, das passt schon. Fünfer. Genau. Zwei in der Mitte, in die Mitte frei. Ach Gott, was ich hier alles wegbaue. Ach, ich bin noch gar nicht im Schwebemodus. Ich dachte schon, warum ich so wackelig hier baue. Nein, du musst weg. Das mache ich auch nochmal zwei frei. Also ein paar, es wären jetzt nicht so viele. So, hier mache ich nur einen hin. Du auch nochmal weg. Da muss das reichen. Ich will hier nicht alles voll mit Parkplätzen voll klatschen. Nur, dass das nicht ganz so langweilig hier hinten aussieht. Genau, lass mal so. Das passt. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, so, so. Dann mal. Ah, das letzte Stück, dann haben wir es hier geschafft. Wären es immer mehr Tiere hier? Voller Bauernhof hier. Ah, es gibt ja noch viele Gebäude, die man bauen kann. So ein Stadion oder ein Freibad oder ein Krankenhaus oder eine Schule, genau, eine Schule. Ah, es gibt noch so einiges. Kreisverkehr wollte ich auch nochmal hinsetzen. Werde ich wahrscheinlich auch nochmal machen. Schade, dass es hier nicht so Ampeln gibt. Gibt das Texturenpack leider noch nicht her. Was gibt's denn noch? Ja, okay, ein Zebrastreifen könnte ich ja locker machen. Ja, ja. Ja, die Gedanken kommen immer nach und nach, was man so alles bauen könnte. Also ein Kraftwerk. Ein Stromkraftwerk, so ein Energiekraftwerk. Das würde bestimmt auch gut gehen. Ich habe hier so viele graue Steine, graue Blöcke. Oder so Hochhäuser. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. So eine kleine Skyline, das finde ich auch geil. So Ghetto-Hochhäuser. Weil es muss ja auch verschiedene Ecken geben. Oh Gott. Ist jetzt nicht alles, was ich jetzt gesagt habe, dass ich das bauen werde, ne? Leg's bitte nicht auf die Goldwaage. Was sind so meine Vorstellungen? Nur Faktor Zeit, ne? Mehr brauche ich ja dazu nicht sagen. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich wundere mich immer, wie lang die Strecke hier ist. Ja, zack, 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 zack. Die letzten zwei Bahnen hier. Dann haben wir das Grundstück fertig.
weiß gar nicht, wie viele Folgen ich jetzt hier schon dranhänge. Vier, fünf? Aber ist ja klar, bei so einem großen Gebäude, das geht ja nicht direkt an einer Folge. Da müsste ich ja schon so einen Plan haben, wie ich was baue und dann so strikt danach bauen. So Speedbowing. Speedbowing? Speedbuilding. Von daher ist ja vieles spontan, deswegen das braucht alles seine Zeit. Aber meistens alles, was Zeit braucht, wird am Ende gut. Yeah, wir haben es geschafft. Yeah, super. Haben wir auch nichts vergessen? Kleinen Rundumblick machen. Das ist die Mine City Minecraft Feuerwache. Ja, super. Ah, doch, mir ist sie ganz gut gelungen, finde ich. Ja, passt schon. Genau, die Straßen. Gucken, wie ich die noch weiterziehe. Es kommt ja darauf an, wo das nächste Projekt, das nächste Gebäude gebaut wird. Gehen wir mal ein bisschen höher hier. Da hinten geradeaus hätte ich noch richtig viel Platz da in die Ecke. Hier vorne kann auch noch einiges hin. Ja, voll die dicken Bauten hier. Fire Station, Polizeistation. Mal gucken, vielleicht baue ich hier vorne, wo ich gerade hingucke, das nächste Gebäude hin. Würde vom Straßenanschluss ganz gut passen. So, ich muss mal gucken, was baue ich denn noch hier? Irgendwie die Dächer sind mir zu kahl. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich da noch was drauf baue. Ah, ich glaube, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr, da habe ich jetzt auf jeden Fall gerade keine Idee. Ich hatte erst eine Idee, da, ob ich hier so Lüftungsschächte drüber baue. Aber ich glaube, das gefällt mir nicht. Dann mache ich hier noch eine Fensterfront. Eigentlich sieht die doch schon fertig aus. Eigentlich. Ich mache mir mal ein eigentlich, weil mir fallen immer so viele Ideen ein. Obwohl ich glaube, ich belasse das dabei. Oh oh. Habe ich da. Ist der Hubschrauberlandeplatz nicht in der Mitte? Da habe ich wohl nicht die Mitte getroffen. Das sieht irgendwie so aus. Oh Gott. Entschuldige. Entschuldige, ich habe einen Fehler, glaube ich, gemacht. Ich glaube, das ist nicht mittig. Ich muss mal etwas gucken. Muss ich vielleicht nochmal ausbessern. Eins, zwei, drei, vier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf, acht. Das kann auch gar nicht mittig sein. Nee. Ach, das fällt ja fast gar nicht auf. Ihr habt jetzt einfach weggehört, ihr habt das gar nicht mitgekriegt. Aber wenn ich mir das mal so angucke, sieht das schon ganz cool aus. Aber irgendwas mit Leitern. Vielleicht baue ich noch was mit Leitern dran, ne? Aha. Ich glaube, ich gucke mal, ob ich hier an der Seite eine Leiter hochbaue. Gucken, wie die Leitern hier aussehen. Weil Leiter und Feuerwehr, das gehört ja zusammen wie Pech und Schwefel. Wie Feuer und Wasser. Wo habe ich denn meine Leitern? Da sind sie. Wie seht ihr denn aus? Ah, obwohl, die sind geil, die würden dazu passen. Die sind so schön metallisch. Mal gucken. Ich setze einfach mal ein paar Leitern hier dran, ne? Lass ich die dran, ne? Ja, komm, eine Leiter lasse ich da dran, ne? Da kann man hier schön zum Hubschrauberlandeplatz gelangen. Das wollte ich sagen. Ja, von außen. Fire Department. Ja, ich denke, wir sind finished, Leute. Mit dem schönen Bild verabschiede ich mich jetzt in die nächste Folge und ich werde mir Gedanken machen, was ich als nächstes aus dem Boden stampfe.
Also Leute, ich brauche Zeit zum Nachdenken, deswegen ciao.